Feels fantastic. Feels fantastic. I come every day and night, you know. Hi Freunde der Sonne, Johannes Lukas ist mein Name. Wir sind hier beim Carsten Pfützen heute, beim Pitforce-Training. Ich trainiere heute Brust und Schultern. Hier, sehe ich euch mal vorne, junger Mann. Das ist der Carsten. Und ich begebe mich heute quasi in seine Fittiche und wir trainieren heute im Pitforce-Stil. Was das ist, guckt auf seinem Channel oder guckt euch ein Video von mir an. Und dann werdet ihr geholfen. Wir machen jetzt erstmal Sport. Also Carsten macht Kreuzheben und ich mache Floor Press. Eins, zwei, oh, okay, komm. Pause, durchgehen. Pause, push. Okay, komm, hoch. Und reich. Okay. Mehr, mehr. Also ein bisschen Gewicht hauen wir noch rauf, ne? Aber ja. Die Gravitation auf Gran Canaria ist anders. Habt ihr noch nicht gewusst? Anders? Ist anders. Gravitation auf Gran Canaria ist anders. So. Und wir machen okay, heute noch was drauf. Floor Press, jede Wiederholung aus der Ruhe. Denn das beinhaltet auch Pitforce, ja? Genau. Okay, los geht's. Beim nächsten Mal hoffe ich, dass er einen vernünftigen Power Rack hatte. So, ich glaube, der Carsten hat genauso viel Angst vor dem Kreuzhebeversuch wie vor Floor Press. Guck mal hier. Hast du dich auch gut warm gemacht? Ja, klar. Ich helfe auch ein bisschen, komm. Ja. Okay, Karl. Eins, zwei, hopp. Schuppi. Okay. Push! Genau, komm! Und schiebe hoch den Scheiß! Locker! Sehr schön! Drei, jawohl! Pause! Pause! Komm, du bist stark! Los jetzt! Jawohl! Pause, mach ich eine schöne Pause! Pause, Pause, Konzentration, Fokus, komm! Alleine! Scheiße! Super. Oh, Scheiße, Kass! Pause! Pause! Ja, dann hast du jetzt so ausgesucht! Okay. Wir sind nicht im Urlaub, da haben sie Scheiße erzählt! Komm jetzt, los! Schieb in den Scheiß! Schieb! Oh, shit! Super! Und weg den Scheiß, komm! Super! Okay, versuch dir vorzustellen, stell die Ellbogen seitlich aus. Ne, wie normalerweise Flieger machst, nicht zu hoch an den Ohren, nicht zu nah am Körper. Ja. Versuch dir vorzustellen, die Oberarme ziehen als erstes hoch und die Unterarme ziehen nach. Weißt du, was ich meine? Ich dachte, dass du da hinkippst. Genau. Ja. Der Bizeps hält das isometrisch. Muss die Hand auf den Boden? Muss nein. Rein. Okay. Nein, das wäre bei dem Gewicht zu schwer. Okay. Na? So, dass du es gut isometrisch halten kannst mit dem Arm, aber dass du halt eine komplette Entspannung hast wieder auf dem Boden. Zusammen führen, nach oben hin, genau. Sehr schön. Muss reichen. Wow. Oh. Okay. Holy shit! Okay, komm, ein schönes Gewicht. Darf ich keine Pause noch machen? Was? Keine Pause? Du hast doch Pause gehabt. Hä? Komm jetzt da! Ja, Mann! Gas! Ja, Pause und los! Sehr gut. Und los. Ah, super. So. Genau. Pause, Pause, Fokus und los. Nicht denken, nur Gas geben und los. Fokus. Sehr schön. Ah, die Titten brennen. Super. Komm rein für den Strand, los. Scheiß am Strand. Genau, scheiß am Strand weiter. Und rein fürs Abendessen. Sonst kriegst du nichts zu fressen. Los, streng dich an, sehr gut. Super. Pause. Schön genießen jetzt. Komm gleich schon vorbei. Sehr gut. Klasse. Okay. Oh. 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 Dicke Möpse, Junge. Dicke Möpse. Dicke Möpse. Du willst mir doch nicht extra hochrennen, du. Ja, siehst du gebrechlich aus. Und macht Spaß? Ja, total. Ja? Frag mich, wenn ich am Armbrusttisch sitze. Es ist wirklich ein ganz anderes Muskel anspannen, kontrahieren. Als beim regulären Training. Ne? Ich habe jetzt meinen zweiten Satz quasi, meinen zweiten Arbeitssatz, die Brust ist richtig voll.
Brutal. Und der Satz Überzüge, der knallt jetzt mal richtig rein. Wir haben hier jetzt den Vorteil, die Sache mit der sogenannten Unterstützungskontraktion wie beim Kreuzheben. Das heißt, die Bewegung fängt mit einer kurzen isometrischen Phase an und geht dann eben in die reguläre dynamische oxotonische Kontraktion über. Sprich, nicht wie sonst bei der negativen vorbereitet, sofort wieder hoch. Also Leute, ich mach's mal ganz kurz. Oder ganz aus kurz. Der Ruhe starten. Auf weg die Scheiße. Ne? Das gefällt mir am besten. Auf kurz. Weitere theoretische Infos. So, genau, auf weg den Zettel. Dreck. In so. Kurz. Los. Sie weg die Scheiße. Genau. Ja. Du spürst auf jeden Fall von Anfang an wesentlich bewusster die Muskeln, die dafür zuständig sind. Genau. In diesem Falle die Brust. Sehr schön. Hi. Locker, flockig. Langsam runter. Atmen und... Ausatmen, tief einatmen, Fokus. Das knallt! Pause die der Konzentration. Ja, das ist wichtig, dass man sich jedes Mal das vor Augen hält, warum man hier ist. Und das heißt nicht Urlaub, sondern Essen. Und hart arbeiten. Komm jetzt, zieh die Scheiße. Sehr gut. Los! Jetzt wird's interessant. Jede Wiederholung zählt. Genießen, entspannen, atmen, Fokus, Power. Sehr gut, sehr gut. Schön die Titten anspannen oben. Los, komm. Noch ein, weil es so schön war. Los! Super, sehr gut. Sehr gut. Anspannen. Oh, und runter, wumps. Und feiern. Ich denke, dass wir bewusst bei Übungen wie Flieger und Überzüge nicht ganz so viel Gewicht genommen haben, wie du auch sonst locker bewältigen könntest. Weil die Sache ist natürlich eine Umstellung. Das ist wichtig. Immer wenn irgendwas neu ist, wenn man eine neue Technik lernt oder eine neue Übung, Kniebeuge, anderer Stand, also generell fürs Training, immer erstmal der Sache eine Möglichkeit geben, dass man sich daran gewöhnt. Das ist eine ganz wichtige Sache. Ja? Durch allein schon die Änderung, durch diese Art der Variation, ist der Muskel schon... Begeistert genug. Ja. Begeistert hat mich. Also man kann locker das Doppelte bei allen Übungen schaffen, das ist ein Fakt, ne? Kerl wie ein Baum. Ja. Aber man muss jetzt hier kein Risiko eingehen. Nö. Und du merkst es ja auch so. Ne? Der Pump ist enorm. Siehste, also, gerade ich ja sonst die letzten Monate Schöne? Nicht so viel isoliert gemacht habe. Ja. Ich sehe, es ist so tief, der Pump. Ja. So, und jetzt pass auf. Die Problematik bei manchen Trainieren ist oft, dass sie halt sehr mit dem Nacken ziehen. Sie ziehen unheimlich viel aus dem Nacken heraus. Da gibt es einen einfachen Trick, man fixiert den Nacken, ja, man spannt den leicht isometrisch an, ja, und dadurch nimmt man ihm die Möglichkeit, aktiv in der Bewegung beteiligt zu sein. Das heißt, ich ziehe jetzt nur aus der seitlichen Schulter hoch, drück oben noch schön rein, ja, dann wieder Pause. Guck mal, guck jetzt genau hin, diesen kleinen Schwenk. Leg dich so da rein und dann komme ich leicht nach vorne. Siehst du das? Ganz kleinen Schwenk mache ich. Und oben halte ich die ganze Zeit fixiert, Nacken anspannen, komm, Schulter hoch ein bisschen und dann... Und dann in die Bewegung reinlegen. Fängst hier fängst du an und kommst dann rein. Sehr gut. Hast ein leichtes Spiel. Pure Kraft, los! Fallspieler werden erschossen. Wem will wir es? Komm, nicht schummeln. Sehr gut, sehr gut. Reindrücken. Pause, 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 Pause. Komm, wir wollen Schummler. Los jetzt! Quatsch nicht! Quatsch, keine Oper, ne? Meine Güte. Das ist keine Pause, Alter. Ist trotzdem schlimmer spannend. Als die ganzen Fittis im Gym. Wir haben Labern hier. Komm jetzt. Hopp. Sehr gut, sehr gut. Hi. Oh, ja, das war komm jetzt. Schulter fixieren. Ja. Runde Schulter. Los jetzt. Sehr schön, genau. Sehr gut. Also Schultern wieder in die Ausgangsstellung bringen. Das brennt ist nicht schlimm. Davon wirst du nicht sterben. Los, komm jetzt. Zieh hoch da! Sehr gut. Hast du noch? Der vergeht noch das Lachen. Los jetzt! Komm jetzt da! Mach dich schön selber fertig hier. Ich verliere alle meine Mitglieder, wenn wir jetzt noch eine Stunde hier machen. Hier draußen. Und los, los, los! Los. Ich hab auch noch eine linke Seite. Weiter, weiter, weiter. Machen, los! Hoch, 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 hoch. Es gibt ja wirklich nichts, was ich noch nicht ausprobiert habe. Aber das Nachdrücken oben ist noch mal eine ganz fiese, miese Spitzenkontraktion.
am obersten Punkt. Und die ist brutal, die knallt richtig. Die knallt richtig. Also wer Probleme beim Seitheben hat, also generell, den kann man echt die Übung empfehlen. Ja, aber das ist wirklich, das muss man üben und bloß nicht zu viel Gewicht nehmen. Ja. So, und genau, und reindrücken oben. Und los. So, und jetzt kommst du nach vorne, komm rein in die Bewegung. Komm, steiger Bock hoch. Pause, hier. Jetzt mach erstmal Pause. Mein Gott, nee, der Mann hat Hitzeköller genau oder sowas. Jetzt ruhig, ruhig, entspannen, atmen. Ja, so, Spannung aufbauen und los, ziehen. Nach vorne kommen, sehr gut. Das ist der Pump, genau. Das ist der Pump, wovon der Arnold immer geredet hat. Ne? Lass diese Ratschigen, du Jumassen. Bei Kami, every day, every night. Ja, klar, jedes Mal dazu. Ein gutes Gefühl im Studium. Beim Training, der Pump. Los, komm jetzt da. It feels fantastic. I come every day, night, you know. Terrific, it's terrific. Pause, Schultern wieder nach hinten. Ist am schwersten, da bleibst du. Ja, ich weiß schon. Und los. Der lacht über mich. Nee, ich gucke mir die ganze Zeit die Touristen an, die hierher laufen. Die flüchten alle in die Hotels. Godzilla, ich mach Paloma Sinn. Reindrücken. Pause. Hola. Pause. Wir wollen alle mitmachen. Los, komm jetzt. Super. Komm hoch! Anspannen! Eigentlich doch! Ja, gut, dann machen wir noch einen. Komm jetzt da! Sehr gut. Genau. Oh, richtig, Alter. Oh, meine Schulter. Oh, Kugel rund. Oh, Straße ist auf, frei. Film mal. Es ist keiner mehr da. Sind alle geflüchtet. Pass auf, gleich kommt die Feuerwehr. Die jetzige Übung ist von Don the Ripper Ross. Ja, ganz toller Typ. Das war schon tot. Bodybuilding Oldschool. Ja, der war in Iron Man Magazine. Hatte der die Übungsserie mal vorgestellt. Mit Mike Christian bebildert. Ah. War toll. Machst mehrere Übungen hintereinander. Du lässt dann komplett alle Schulterköpfe durch. Ja. Na, nimmst leichtes Gewicht, fängst mit Frontheben an, dann direkt gefolgt von Seitheben, dann Seitheben abgewinkelt, so, dann Rudern aufrecht, gut, dann halt. Oh, Scheiße, und am Schluss, was kommt noch was? Na, ist ein leichtes Gewicht. Und dann zum Schluss halt Seitheben. Aber wir machen einfach nur einen Satz krass, oder? Vorgebeugt. Man macht einen Durchgang. Dann legt man die Hand in 10 Sekunden am Boden ab und dann macht man normalerweise noch zwei, drei Durchgänge. Wir versuchen zwei, komm. Aber am Anfang bist du ziemlich geschockt. Frontheben, 15 Stück. Ein bisschen Tempo, leichtes Gewicht. Leichtes Gewicht kann man ein bisschen mit Speed arbeiten. Wie zählst du eigentlich? Ich kann überhaupt nicht zählen, da ist noch keinem aufgefallen. Komm, Seitheben jetzt, los, Seitheben. 6, 7. Und Tempo kommt, 9, gleiches Gewicht, 10, 14, 15, abgewinkelt. Nie mach ich das. 1, 2, 4, los, jetzt wird's lustig, komm, 5. Und Rudern aufrecht, 1, 2, höher die Handel, 3, höher, 4. Soll das für die Schulter sein, ich bin denken, ich. 9, und die letzte. So, und jetzt drücke. Und komm, locker flock. 2, 3, komm, höher, 5. Und Seitenheben vorgebeugt. Nach vorne, hier, triff meine Hände. Komm, triff meine Hände, los! Hier hin! 3, 3, noch 5 jetzt. Komm, da wachsen, verdammt nochmal. Los! Jetzt gilt's, genau, los! Jetzt wird aggressiv da, komm! Genau, jetzt geht's ab. Sehr gut. Pause. Pause 1, Pause 2, du hast noch 10 wieder gemacht. 4, 5, 6, 7, 8, 9, weiter geht's. Komm jetzt. 5, 9, 10, oh, 6. Chris hat ein Geld wieder vorne. Von dem Reisebüro. Welches Geld? Weiter, komm jetzt da, mein Gott.
Schon mal vor der Arnold kommt jetzt hier vorbei und sieht das. Was, so ein riesiger Kerl mit den kleinen Armen? Kenn ich nicht. Los! Und 10. Und was seitdem abgewinkelt, weiter. Seitdem abgewinkelt, komm, 1. Schaffst du, 2, 3. Komm, Wille, 4. Power, 5, 10. Und rudern aufrecht, sofort, komm, keine Pausen. 1, hoch, 2, 3. Nicht denken, einfach machen. 4, weiter, 5. Komm, wie so ein Tier, einfach machen, weiter. 5 Stück. Komm, dafür bist du hier jetzt. Los. Komm, zeig den allen jetzt hier. Und drücken, los. Weiter. Mach immer weiter, weiter. Komm, noch 5, 1, 2. Komm, du bist gewiegt. Jetzt sitzt nur der Kopf, die Gas. Los, musst du rollen, los. Und sei dir vorgebeugt. Los, 1. Tritt meine Hände, 2. Tritt meine Hände. Schlag die Hände weg, los. Genau, komm. Komm, komm, sehr gut, los. Komm, noch 3 Stück. Komm jetzt, 1, 2. Und die letzte. Feiern. Spitzmäßig. Wenn ich nicht mehr wisst, wo die Arme hin sollen, dann habt ihr alles richtig gemacht. Komm, und das fühlt sich jetzt richtig geil an, komm. Kein Fall dahin. Heb die Arme hoch, hoch die Flügel, komm, spann sie an. Hoch, hoch über Kopf, spann an. Genau, sehr gut. So, genau, Spitze. Best Posa-Pokal hier, Gran Canaria 2015. Ne? Wenn Sie nicht gestorben sind, dann trainieren Sie noch heute. In diesem Sinne, wir sehen uns auf der Insel am Eis. Ja? Hat Spaß gemacht. Ich bin raus. Ja, auch.